von Kiew gebracht haben. Und dann kam da natürlich eben schon der sehr emotionale Teil unserer Aktion, nämlich wir hatten angekündigt, dass wir natürlich bereit sind, Flüchtlingsfamilien mit nach Deutschland zu nehmen. Und als wir dann unsere Sachen abgeladen haben, kam ein Herr der rumänischen Grenzpolizei zu mir und fragte mich konkret, wie viele Personen ich wollte. Und ich habe gesagt, dass unsere Kapazität sich auf 70 Plätze gelaufen. Und die 70 Plätze waren alle gefüllt. Und überwiegend, es waren sehr, sehr emotionale, herzzerreißende Szenen dabei. Überwiegend junge Frauen mit kleinen Kindern, aber auch zwei Seniorenpaare, wobei ein älterer Mann auf dem dazu da war. Diese Personen alle waren alle sehr, sehr froh, als sie bei uns im Bus und in den Autos saßen. Und dann sind wir als erstes, weil die Menschen damals mehrere Tage in der Ukraine unterwegs waren, die kamen größtenteils aus Charkiw, Saporoschi und auch Kiew und haben den ersten Weg genutzt, um in die Europäische Union zu kommen. Dann sind wir als erstes in die Kreisstadt Rumänien gefahren zu einem schnellen Biss und haben uns alle gestärkt. Olaf, man könnte jetzt sagen, du hast wahnsinnig viel auf die Beine gestellt. Du bist Vater eines kleinen Sohnes. Man könnte jetzt auch mal ein Päuschen machen und sich ausruhen. Aber ich glaube, du möchtest dich nicht ausruhen. Nein, also wir sind dann drei Wochen später nochmals gefahren. Mit zwei Reisebussen waren nochmal an der Grenze, haben nochmal Menschen die Gelegenheit gegeben, hier nach Deutschland zu kommen. Und haben die Menschen auch mitgenommen. Das war alles möglich mit der Unterstützung vieler anderer Helfer, die auch Geld gegeben haben, zum Beispiel um den einen Reisebus zu finanzieren. Und wir haben dann zwei Wochen später im Odenwald einen Verein gegründet, Humanitäre Odenwald, der sich dauerhaft auch um die hier in Deutschland verbliebenen Flüchtlingsfamilien kümmert. Das reicht so weit, dass wir zum Beispiel Waschmaschinen zur Verfügung stellen, Tische, Schränke. Es fehlt an so vielen Stellen und man kann mit solchen Kleinigkeiten den Familien, die hier wohnen, eine große Freude bereiten. Also das muss man eindeutig so sagen. Man kann viel mit Geld helfen, aber wenn ich euch Bilder zeigen würde, zum Beispiel von kleinen Mädchen, die sie wirklich aus der Puppe, die sie in Deutschland haben, wieder haben, das ist schon alles sehr herzzerreißend. Und das möchte ich wirklich so sagen, für die meisten von euch sicherlich nicht vorstellbar, wie traurig und schlimm halt die Situation ist. Und dann halt immer noch dazu, was man auch mitbekommt, das sind ja größtenteils Frauen, die Männer und Väter, die dann noch in der Ukraine kämpfen müssen, wo man halt immer täglich die Angst hat, von den Männern zu hören, ob es ihnen noch gut geht und das alles, ja, das alles sozusagen ohne schwere Ereignisse für die Gesundheit verläuft in der Ukraine. Das ist schon sehr schlimm. Olaf, eine letzte Frage. Wir sammeln ja heute für die Ukraine und das Geld soll an Czernowitz gehen. Seit kurzem, du hast es schon gesagt, Partnerstadt von Mannheim. Du kennst Czernowitz, ich kenne es nicht. Vielleicht möchtest du uns noch ein, zwei Sätze sagen, was diese Stadt ausmacht. Ich danke dir für die Frage, weil ich war schon vor mehreren Jahren das erste Mal in Czernowitz. Czernowitz ist die Stadt, die 20 Kilometer von dem Grenzübergang entfernt ist. Czernowitz ist ja seit ca. 5 Wochen die Partnerstadt von Mannheim, nachdem sich Mannheim entschieden hat, einer ukrainischen Stadt zu helfen. Czernowitz ist sozusagen, war schon vor 200 Jahren der Schmelztiegel vieler, vieler Kulturen. Viele nannten das früher das kleine Wien des Ostens. Dort lebten in Frieden viele Jahrhunderte Russen, Ukrainer, Polen, Rumänen, Deutsche, viele Österreich und auch Ungarn. Also eine sehr multikulturelle Stadt. Das war auch alles sehr multikulturell bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Und eigentlich kann man nur Mannheim zu dieser Wahl oder von Czernowitz zur Partnerstadt gratulieren. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und ich kann euch alle nur ermuntern, wenn diese Kriegsverbrecher rein in der Ukraine vorbei sind, bereist das Land, wie ich es auch schon einmal gemacht habe. Es ist ein sehr, sehr schönes Land. Und auch Czernowitz in Mannheim kann stolz sein, so eine Stadt zur Partnerin zu haben. Menschen gibt, die mit anpacken und helfen. Ein Riesenapplaus an dich, oder? Weiterhin.